Die Breguet Atlantic, das größte Kampfflugzeug der Bundeswehr. Das Flaggschiff aller fliegenden Verbände dient bei der Marine als U-Boot-Jäger. Wer die Atlantik fliegen will, muss für die Flotte fliegen. So lautet auch der Titel eines neuen Bundeswehrfilms. Weil wir neugierig darauf waren, was ein Seemann in der Luft sucht, stellten wir aus diesem Film eine kleine Dokumentation zusammen. Jetzt wissen wir, was Marineflieger tun, zum Beispiel in der Breguet Atlantic. Diese Atlantic hört auf das taktische Rufzeichen 2 Whiskey Quebec 2 während der gesamten Einsatzdauer. Und die ist diesmal immerhin auf fast 10 Stunden festgelegt. Der Auftrag lautet: Unterstützung eines gemischten NATO-Verbandes. Die Flotteneinheit ist im Manöver. Und weil zwei U-Boote Scheinangriffe fahren sollen, hat die Besatzung der Atlantik auch gleich eine taktische Aufgabe. Sie soll die U-Boote aufspüren, angreifen und ausschalten. Das erste U-Boot ist schon da und geht in Position. Keiner hat es entdeckt, auch die Zerstörer nicht, die den NATO-Verband sichern. In der Atlantik beginnt die taktische Phase der Mission. Radar und andere Ortungsgeräte sollen den Gegner aufspüren. Das 42 Tonnen schwere Flugzeug ist bis zum Rand mit Elektronik vollgepackt. Über einige der Einrichtungen sprechen die 12 Besatzungsmitglieder nicht. Ein möglicher Gegner soll die elektronischen Tricks nicht kennen, sondern zu spüren bekommen. Der Gegner ist gestellt. Farbbeutel markieren den Entdeckungsort. Auch auf der Bordkarte wird das U-Boot eingekreist. Das U-Boot taucht auf. Diesmal ist S-187 der Verlierer in einem Spiel mit ernstem Hintergrund. Im Ernstfall wäre der Gegner unter Wasser mit Torpedos oder Wasserbomben angegriffen worden. Im Manöver belässt man es bei einer klassischen Überlegenheitsgeste. Der Gewinner streicht im Tiefflug über den Verlierer hinweg. Die Atlantik ist nicht nur ein U-Boot-Jäger. In Seenotfällen bringt sie Hilfe von oben. Überleben in See gehört zum Ausbildungsprogramm für alle Marineflieger. Beim Training zeigt die Atlantik unerwartete Eigenschaften. Aus ihren Bombenschächten wirft sie lebensrettende Fracht ab. Ein Lindholm-Gerät, das eine Rettungsinsel, Signalmittel und Proviant enthält. Eine 180 Meter lange Leine hält alle Teile zusammen. Der Flieger in Seenot zieht mit dieser Leine die Rettungsinsel zu sich heran. Marineflieger werden nicht nur darauf trainiert, U-Boote zu jagen oder Zerstörer anzugreifen. Sie halten sich auch für den zivilen Seenotrettungsdienst bereit. Eine humane Eingreifreserve der Bundesmarine an Nord- und Ostsee. SAR lautet das Kürzel für diese Verbände. Search and Rescue, das Suchen und Retten von Menschen in Seenot. Auf SAR-Einsätze hat sich das Marinefliegergeschwader 5 in Kiel-Holtenau spezialisiert. Mit seinen Außenstellen auf den Nordseeinseln Borkum und Sylt steht es Tag und Nacht bereit. Erfolgreiche Hilfe in Seenotfällen, aber auch bei Naturkatastrophen und Krankentransporten haben den Marinefliegern viel Dank und öffentliche Anerkennung eingebracht. Für die Marineflieger selbst bedeutet fit fürs Überleben regelmäßige Wiederholungsübungen nach dem Grundlehrgang. Dabei werden typische Seenotsituationen immer wieder durchgespielt. Zum Beispiel, wenn der Fallschirm bei starkem Wind den Flieger durchs Wasser schleift. Geübt wird auf freier See und in der Halle. Auch diese Übung ist wichtig. Wie befreit man sich unter Wasser aus dem Cockpit? In der Marine-Wasserübungshalle, die zu den modernsten der Welt zählt, ist gut tummeln. Das Wasser hat eine konstante Temperatur von 28 Grad.
Starfighter-Piloten prüfen Können und Konzentration im Simulator. Wenn man so will, auch eine Art von Überlebenstraining für Marineflieger. Eine Fernsehkamera fliegt über eine Modelllandschaft, gelenkt vom Steuerknüppel im Simulator-Cockpit. Was sie aufnimmt, wird auf eine Leinwand vor der Sichtkanzel übertragen. Das Feindbild für den Piloten. Viel Elektronik ist nötig, um einen Flugverlauf realitätsnah zu simulieren. Wobei die Frage erlaubt sei, ob ein Könner in der Dunkelkammer auch im Ernstfall Könner bleibt. Marine zur Luft. Eine ungewöhnliche, aber faszinierende Variation militärischer Seefahrt. Der Ausbildungsgang sorgt dafür, dass auch wirkliche Seeleute im Cockpit sitzen. Denn an den Steuerknüppel eines Marinejets kommt nur, wer eine komplette Ausbildung als Seeoffizier absolviert hat. Dann erhält er die gleiche Aufgabe, die jedem einzelnen Bundeswehrsoldaten gestellt wird. Ein Stückchen Sicherheit zu produzieren. Als Seemann ein Starfighter-Pilot. Wer es geschafft hat, sagt ein bisschen stolz, ich fliege flotte.